Ich bin Laurentia Genske und habe den Dokumentarfilm Am Kölnberg realisiert, zusammen mit Robin Humboldt. Was ist der Kölnberg? Der Kölnberg ist eine Hochhaussiedlung und da leben um die 4000 Menschen mit ungefähr 60 unterschiedlichen Nationalitäten. Der Kölnberg ist so irgendwie wie so ein anderer Stern, also wie eine andere Welt, die halt einfach nicht zu Köln gehört, weil es ist einfach so, als wäre das so ein Ort, wo halt irgendwie Menschen so abgeschoben werden, die halt nicht in die Kölner Innenstadt sollen. Das sind Sozialwohnungen, das sind eher so unter der Armutsgrenze lebende Menschen dort. Und die meisten Menschen werden quasi dem Ort so zugewiesen. Das heißt, die stranden da, ohne da eigentlich sein zu wollen. Jetzt hör dir das mal an, wie die da unten feiern. Und dann sind wir halt durch die Gebäude gelaufen und haben da so viele Kinder gesehen, die irgendwie gespielt haben, die ganze Musik, dann die Junkies, die da an den Ecken irgendwie standen, auf dem Strich, diese ganze Welt, das hat uns einfach so fasziniert, also es war direkt klar. Also wir sind einmal durchgelaufen und dachten, okay, das wird ein Film. Das Elendstourismus. Also ich finde nicht, wir waren da halt 3 Jahre, haben da gelebt so. Und das war unser Leben. Wir sind halt richtig, wir haben nicht diesen oberflächlichen Blick darauf gehabt, sondern waren Teil des Ganzen. Und ich denke, das hat nichts mit Elendstourismus zu tun, weil wir waren so nah dran, dass wir alles mitbekommen haben. So wirklich so vom, also die haben sich komplett vor uns quasi gezeigt. Also es gab diverse Kritiken, aber zum Beispiel eine ist, glaube ich, so sehr essentiell. Also es gab einmal eine riesen Debatte bei einem Publikumsgespräch, warum wir Karl-Heinz, also der Mann quasi, der die Alkoholsucht hat, warum wir ihn immer mit nacktem Oberkörper zeigen. Also warum er sich nicht ein Hemd anzieht. Ja, also wir haben halt einfach die Realität so versucht zu nehmen, wie sie da ist. Also aber ohne die Leute bloßzustellen. Wir haben ihn halt komplett nackt gefilmt. Also wir haben jetzt nicht nur den Ausschnitt irgendwie, nur das. Wir haben halt das Ganze gefilmt. So, und was nimmt man dann nicht? Also man nimmt dann halt nicht, warum sollte man ihn auch nackt zeigen? Das hat ja gar keinen Sinn. So. Also, und ja, das wäre dann eine Grenzüberschreitung. Oder wo er vielleicht mal richtig fertig auf Entzug war und sich übergeben musste oder so. Also man muss ja nicht irgendwas Ekliges zeigen, sondern es geht ja darum, einfach. Da reicht dann halt das Handzittern. Also das sagt ja alles so. Ich finde es wahnsinnig spannend, in diese Milieus einzutauchen, weil die so verschlossen bleiben. Ich habe das Gefühl, das sind so Parallelwelten, wo eigentlich niemand reinschaut. Und mit einem Film über so Milieus kann man einfach eine Öffentlichkeit schaffen. Es ist das Leben, was die Falten auf dein Gesicht macht. Es sind die Kämpfe, die die Narben entstehen lassen. Nicht nur in deiner Seele, sondern auch auf deinem Körper. Du hast den Strick schon um den Hals. Doch wen interessiert es? Es ist einfach ein Einblick in 4 verschiedene Leben, die halt an sich einfach alle mit Kampf, mit Einsamkeit, mit Überlebensstrategien zu tun haben, was ja eigentlich im Endeffekt uns alle betrifft.